Schön, dass du eingeschaltet hast, damit du nicht verpasst, wie alles begann. Der von Gott schon längst erdachte Rettungsplan. Es ist schon über 2000 Jahre her. Da fanden sich Maria und Josef. Sie verliebten sich sehr. Sie lebten gemeinsam in Nazareth, eine kleine Stadt in Israel. Eines Tages gab Gott seinem Engel Gabriel einen Befehl. Er solle sich aufmachen zu Maria und ihr kundgeben, dass in ihrem Bauch entsteht neues Leben. Gesagt, getan. So erfüllte sich langsam Gottes Plan. Maria freute sich sehr über das, was Engel Gabriel ihr zusagte. Du wirst ein Kind bekommen. Es wird ein Knabe. Jesus sollt ihr ihn nennen. Die Menschen werden in ihm Gott erkennen. Euer Sohn wird mächtig sein. Die Völker werden schon bald Sohn des Höchsten zu ihm schreien. Die Monate vergingen und das Kind wuchs in Marias Bauch heran. Da fing Kaiser Augustus an, zu befehlen, alle Bewohner im Römischen Reich zu zählen. Alle mussten sich eintragen lassen in ihre Heimat. So reiste auch Josef mit seiner hochschwangeren Maria auf einem Esel in seine Stadt. Bethlehem, die Geburtsstadt von König David, denn Josef war ein Nachkomme von ihm. In Bethlehem angekommen, spürte Maria, dass es soweit sei. Das Kind würde jetzt kommen. Schnell versuchten die beiden, eine Herberge zu finden. Doch kein Zimmer war mehr frei. Die Zeit drängte, denn Maria würde gleich entbinden. Ein Herbergsbesitzer hatte Mitleid mit den beiden. Denn in dieser Situation waren sie wirklich nicht zu beneiden. Rasch führte er sie in seinen Stall. Innen war eine Futterkrippe aufgestellt. In dieser Nacht brachte Maria ihr erstes Kind zur Welt. Sie wickelte ihn liebevoll in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe und spielte zärtlich mit ihrem Finger an seiner Lippe. Zur selben Zeit, nur etwas weiter weg, bekamen die Hirten auf dem Feld einen großen Schreck. Die Nacht wurde zum Tag erhellt, denn ein Engel Gottes hatte sich zu ihnen gestellt und spricht: Ihr lieben Hirten, so fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine frohe Botschaft. Euer versprochener Retter ist heute geboren und ihr seid auserkoren, ihn zu besuchen und ihn zu sehen. Denn das alles ist wirklich geschehen. Er ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Er liegt in Windeln in einer Futterkrippe. Auf einmal waren die Hirten von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten und vor Freude fast tobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden für die Menschen, die ihn lieben. Er kommt mit der größten Liebe zu ihnen, obwohl sie es nicht verdienen. Das Licht verschwand. Es war wieder Nacht. Die Hirten waren vollkommen aufgebracht und entfacht von Neugier und Frohsinn, beschlossen sie: Kommt, wir gehen dorthin und wollen sehen, was dort geschehen ist, was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg und fanden Maria und Josef und ihr Kind Jesus, das in der Futterkrippe lag, genauso wie es der Engel gesagt. Aufgeregt erzählten die Hirten Maria und Josef alles, was sie von dem Engel hörten. Maria war voller Freude und merkte sich jedes einzelne Wort. Nach einer Weile kehrten die Hirten zu ihrer Herde zurück. Immer noch entzückt und von Freude erfüllt, lobten sie Gott und dankten ihm für seine Taten, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie die Engel es ihnen erzählten. So fing sie an, die Weihnachtsgeschichte. Gesprochen fast wie ein Gedicht, doch log ich nicht, denn das alles ist wirklich geschehen, vor über 2000 Jahren in Bethlehem.